Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Retro Panda quält sich. Heute habe ich mir ein ganz besonderes Spiel rausgesucht und ich erzähle euch gerne, warum genau ich mir dieses Spiel rausgesucht habe. Und zwar Looney Tunes Roadrunner. Ich habe da nämlich ganz, ganz genaue Erinnerungen an meine Kindheit. Und zwar habe ich mir exakt das Spiel von einem Kumpel damals ausgeliehen. Ich war nie der große Looney Tunes Fan, muss ich sagen. Aber man hat natürlich die Charaktere schon mal irgendwo gesehen und so weiter. Kam ganz aufgeregt nach Hause, hatte dieses Spiel in der Hand und hab's getestet. Und es war nicht so gut. Also technisch, ihr seht es vielleicht gerade schon selber, war es durchaus in Ordnung, hat auch die Stimmung des Spiels, der Serie eingefangen, aber das Spiel, ich habe es übers Wochenende immer mal wieder versucht reinzukommen, aber irgendwie war das immer zu frustrierend, schwer und auch irgendwie blöd. Und deswegen dachte ich mir, hey, ist doch eine gute Gelegenheit, das jetzt mal so anzutesten, ob meine Kindheitserinnerungen wirklich so gestimmt haben. Also, steigen wir mal ein. So. Und zwar Ziel ist es, den berühmten Roadrunner zu steuern und vor den Kojoten zu fliehen. Also ganz genau wie in der Serie. Ist eigentlich mal schön, dass sie sich mal an was gehalten haben, ne? So, mal gucken. Da laufen wir. Ganz schön langes Intro. Ja, Speedometros Maximus anscheinend, der lateinische Begriff. Also wie gesagt, also von der Technik her, er sieht schon auch, finde ich, die Optik und sowas, das ist gut eingefangen. Also da kann man echt nicht meckern. Auch der Sound, dementsprechend finde ich sehr gelungen. Nur das Gameplay halt. Also wir laufen jetzt. Wir können springen. Wir können hier in so einen Warp Overdrive. Und müssen halt jetzt schnell wegrennen und Sachen ausweichen. Nur, ihr seht selber schon, es gibt keine Möglichkeit, dass ich jetzt zum Beispiel diesen Skorpion oder was das gewesen ist, dass ich das hätte vorher sehen können. Und dann läuft man einfach rein. Und es geht ja auch so schnell, dass selbst wenn ich wüsste, dass der da ist, dass ich da nicht rüber... Es geht nicht. So, hier muss ich dann natürlich hier den Schnelllauf aktivieren. Beziehungsweise Geschwindigkeit aufnehmen. Damit ich hier sterben kann. Ah, weiter kann. Ich glaube, ich habe gerade einen Checkpoint da verpasst. Ja, auch hier. Da. Wie hätte ich das denn sehen müssen? Auch das, also. Ich fühle mich wieder wie damals. Ich kann die Sachen doch gar nicht vorher sehen. Ach, das... Man kann auch nicht so wirklich unterscheiden, welcher Kaktus einen jetzt verletzt und welcher nicht. Versuch es dann mal einfach als Strategie, jetzt einfach möglichst lange und weit in der Luft zu bleiben. Ob das was bringt, ich weiß es nicht, aber es ist kein gutes Gameplay. Ja? Das ist einfach nur auf Memorisierung ausgelegt und ich weiß nicht. In den guten Spiel hat, weiß nicht. Also die Steuerung ist in Ordnung. Ja. Huch. Oh. Ich habe aus Versehen einen Geheimabschnitt entdeckt. Auch nicht schlecht. Ja. Herrlich, oder? Gut, ich kann den Tröster wegpicken. Ja gut, toll. Aber in voller Geschwindigkeit und so geheimen Abschnitt, richtet man ja auch nicht wirklich, dass da wer ist, ne? Kann ich jetzt hier irgendwie durch? Hm. Also. Ja, hier geht's weiter. Was ist das hier? Mal picken. Ein extra nehmen, okay. Ja. Toll. War zwar super, aber wäre natürlich jetzt geschmeidiger gewesen, wenn ich da jetzt irgendwie hätte rauskommen können. So, wie gesagt, die Luftstrategie fahre ich jetzt mal wieder. Also ich weiß schon, warum ich das damals nicht gemocht habe. Und
Dann ist es ja so, man wollte ja als Kind, man wollte ja jedes Spiel mögen. Ja? Man wollte es jedes Spiel, weil es war ein Spiel, also schon mal grundsätzlich cool. Also, sie haben ja sogar so gesehen, ja auch von der Gameplay-Idee waren sie ja auch richtig. Das macht ja auch alles Sinn, ja? Von Coyote wegzurennen, genau das macht er ja auch in der Serie. Mal gucken, mal ein Checkpoint da. Aber auch das Springen ist sehr, sehr unpräzise. Hier, also zum Beispiel hier auf diese Plattform zu kommen. Man sieht es vielleicht selber. Das springt irgendwie so ganz komisch. Scheiß auf den Checkpoint. Dann spring hier rüber, komm. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich weiß, warum ich das als Kind nicht gemocht habe. Mann! Müsst doch hier etwas mal. Da hättest du auch wenigstens irgendwie so machen können, dass da eine kleine Warnung kommt, bevor hier so ein Skorpion kommt oder sowas. Dass man zumindest theoretisch rechtzeitig ausweichen kann. Aber es ist wirklich nur Trial and Error. Ah, Leute, 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 Leute. Na, komm, 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 komm. Und zack. Auch hier. Woher sollte ich wissen, dass der da runterkommt? Woher? Woher? Und diese Checkpoints, die dann irgendwie so komisch verteilt sind, bringen mir auch nichts. Weil dann habe ich hier nur den Kojoten hier an der Backe. Und das Platt. Ich kann einfach nicht anhalten, um auf irgendwelche Plattformen zu springen, weil das Springen so ungenau ist. Also ich werde es jetzt nochmal versuchen, weil sonst wäre das Video jetzt sehr, sehr schnell um. Ah, ganz, ganz fies. Nee, 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 nee. Das war doch wieder das lange Intro, was man natürlich nicht überspringen kann. Oh. Kennen wir schon. War ja einmal in Ordnung, aber muss ich jetzt nicht jedes Mal haben. So. Also. Das ist, weiß nicht, das ist so unvorhersehbar alles. Wie gesagt, das Wegrennen macht ja Sinn. Da sage ich ja nichts gegen, ne? Das ist von der Spielmechanik her in Ordnung. Nur das Springen ist bescheuert. Man hat so gar keine Weitsicht. Das wie jetzt, sagen wir mal, wie die frühen GTA-Teile. Die zoomten immer mehr raus, je schneller ihr wurdet. Das wäre hier vielleicht echt nicht schlecht gewesen. Dass man die Schnellerbahn hat, dass man auch ja Motivation hat, schnell zu sein. Das Springen, das ist so. Oh, ich hab's geschafft. Aber das Springen, das ist so schwammig. Okay, immerhin nett, wie in der Serie, macht er sich quasi immer selber kaputt. Aber dieses Springen, das ist so schwammig, man will gar nicht springen. Ach, die Flanken sind keine Checkpunkte, sondern anscheinend gibt das irgendeinen Bonus. Ach, auf Zeit geht das auch noch. Das hatte ich ja noch gar nicht mitbekommen. Aber wie gesagt, ne, Springen. Es gibt wenige Spiele, die so unangenehm sind beim Springen. Okay, dann. Es ist wie ein Flummi. Man hat dann überhaupt keine Kontrolle mehr. Also ich habe selten ein Spiel erlebt, wo es so was von keinen Spaß macht zu springen. Ich laufe jetzt einfach mal, scheint keine Gegner zu geben. Voll spannend. Ich drücke jetzt einfach.
voll spannend. Das kann ich wahrscheinlich aufpicken, ne? Muss ich natürlich ganz genau passen. Okay, das führt die Energie auf. Und jetzt muss ich ja hochspringen, ey. Ah! Das macht keinen Spaß. Ich muss da nach ganz oben. Wie soll ich das denn machen? Weil ist man auf der Flucht, dann packen sie hier so komische... Ah! Sprungpassagen ein. Ah, das bin ich zu weit gesprungen. Also das... Ich habe selten ein Spiel erlebt, wo das Springen so eklig und Mist ist, aber gleichzeitig auf Springen angelegt. Also es gibt natürlich andere Spiele, wo das Sprungverhalten einfach nur Mist ist. Aber das gehört auf jeden Fall zu den Top. Okay, es ist ein Vogel. Ja, okay, gut. Mag vielleicht nicht so springen können. Aber hier genau die Einschätzung. Nein, nein, nicht zu weit. Vielleicht ist die Plattform dann auch noch so klein. Kann ich jetzt hier weiterlaufen? Guckt euch das mal an. Warum macht man denn aus diesem Spielprinzip, aus diesem soliden Weglaufspielprinzip, plötzlich hier solche Sprungpassagen? Und guck, voll hier mit so Mini-Plattformen hier. Ich halte mich jetzt gerade gar nicht so schlecht, obwohl ich jetzt gleich tot bin. Da ist ein Kaktus. Voll spannendes Level-Design, ne? Plattform, Plattform, Plattform. Was ist ein Trampolin? Ja, hallo? Man muss exakt auf den Trampolin landen. Herrlich. Ah! Bitte kauft euch dieses Spiel nicht, wenn ihr es nicht zum Sammeln haben wollt, sondern wirklich zum Spielen. Na, es muss wieder von... Es muss wieder von... Ah, Checkpunkt. Ah, ein Glück. Von vorne hätte ich jetzt absolut keinen Bock mehr gehabt. Das ist ganz schlimm. Man springt los und muss quasi direkt wieder gegensteuern. Damit man einigermaßen richtig ist. So. Ich fahre doch auf den Trampolin. Meine Fresse, warum ist das denn so genau da? Ich war doch auf der Plattform gelandet. Ich war weiß nicht, mittig drauf. Aber ich war doch auf der Plattform. Wisst ihr was? Mir reizt mit dem Spiel auch. Also mein Kinder-Ich, das hat anscheinend recht gehabt. Das Spiel ist echt Grütze. Bitte. Dieses Sprunggefühl. Spielt's nicht. Spart euch das Ganze. Und danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.